Erwin Angerer von der FPÖ wird diesen Tagesordnungspunkt jetzt beschließen. Und auf unseren Antrag einer Lehrabschlussprämie von 10.000 Euro einzuführen. Jetzt ist es ja eigentlich immer so, dass kritisiert wird, die Opposition bringt keine Vorschläge, kritisiert ja nur die Regierung. Wir haben selber keine Ideen. Jetzt muss ich mal fragen, Herr Minister Kocher, Sie haben doch als Experte beim IHS auch immer alles gewusst und die Politik beraten und gesagt, was alles gemacht gehört. Wo sind denn Ihre Vorschläge? Wo sind denn Ihre Vorschläge, um die Facharbeiterproblematik zu lösen? Wo sind denn Ihre Vorschläge, dass wir mehr Lehrlinge in die Lehre bringen? Wo sind Sie denn, Herr Minister? Also ich höre nichts mehr von Ihnen. Seit Sie Minister sind und nicht mehr Experte, höre ich nichts mehr. Vielleicht melden Sie sich zu Wort und sagen uns das heute, welche Vorschläge das Sie hätten zum Thema Lehrlinge, mehr Lehrlinge in die Lehre bringen oder mehr Facharbeiter, den Facharbeitermangel zu lösen. Also als Experte, und da haben wir ja genug in dieser Regierung, Expertinnen und Experten und Expertinnen und Experten beraten die Regierung, kommen dort nichts. Und jetzt ist es genau umgekehrt, jetzt kritisiert die Regierung die Opposition, die Vorschläge einbringt. Also eine Lehrabschlussprämie, um einfach den Lehrberuf aufzuwerten. Das ist der Zugang. Nicht nur um Geld zu verteilen, sondern zu sagen, der Lehrling ist uns auch was wert und in weiterer Folge der Facharbeiter. Und es ist so, dass von 10 Lehrlingen 4 selbstständig werden. Das heißt, das ist eine Investition auch in die Zukunft, das ist eine Investition in die Privatwirtschaft, weil die auch Unternehmer werden. Und wenn ich dem 5.000 Euro nach seiner Lehre gebe und das in Vergleich stelle, jetzt will ich gar nicht vergleichen, was wir für andere Bereiche ausgeben, aber was wir heute für einen Studenten investieren, ein Student kostet dem Staat ca. 30.000 bis 40.000 Euro für sein Studium, übernimmt der Staat. Der Lehrling ist uns 5.000 Euro nicht wert und 5.000 Euro für seine Ausbildung. Also es ist lächerlich und man muss das aufwerten, diesen Beruf, den Facharbeiter aufwerten und da muss man was tun. Und auf der anderen Seite, und das haben wir auch schon getan, haben wir natürlich auch Vorschläge eingebracht, um die Unternehmen zu entlasten, dass man die Vorschriften und die Auflagen bei den Unternehmern zurücknimmt, was die Lehrausbildung betrifft. Auch da ist nichts passiert. Wir haben den Blumenbonus mehrfach gefordert, dass man die Unternehmen auch unterstützt, was die Kosten der Lehre betrifft. Auch da hat man nichts getan. Also Herr Minister, nur kritisieren, die Opposition kritisieren, ist zu wenig. Selbst Vorschläge bringen. Dankeschön. Applaus